Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pfeifenraucher, gemeint hier auf YouTube. Man muss mal wieder ein paar Dummheiten in die Welt streuen. Es geht um Folgendes. Ich habe bei unserem lieben Dirk Deinemeyer in seiner Kiste eine Pfeife gesehen. Die passte so recht in mein Bild. Es war eine sandgestrahlte und sie trug den großen Namen S-Bang. Nun kennt man aus den einschlägigen Büchern, so wie den Rutzen, natürlich Sven Bang. Sven Bang, ein Name wie Donnerhell. Aber ein Name von einem Herrn, der niemals oder nur sehr wenig Pfeifen hergestellt hat. Sven Bang war in den 60er Jahren eine Zeit lang als Händler bei Larsen tätig, machte sich dann selbstständig, führte 1968 wohl eigene Pfeifen ein, die aber nicht sehr erfolgreich liefen. Die Erfolgsgeschichte von S. Bang begann eigentlich erst 1971, als nämlich Per Hansen, geboren 1948, und Ulf Noltensmeier, der ebenfalls 1948 geboren ist, in die Werkstatt eintraten. Per Hansen war, wenn ich mich recht entsinne, vorher Elektriker und lernte unter anderem bei Hans Hartmann, der mir nun nichts wirklich sagt, und Prem Holm, der sagt uns wieder was. Ulf Noltensmeier war vorher bei Anjuli, bevor bei 1970 und 71 in die Werkstatt von Sven Bang eintraten. Nun begann mit dieser Zeit auch ein Wandel, was die Qualität anging. Sie wollten beide nur Pfeifen aus feinstem Holz mit Ebonitmundstück machen und übernahmen auch den Namen 1984, als der Namensgründer, nämlich Sven Bang, altersbedingt aufhörte. Sven Bang ist mittlerweile leider verstorben und es begann so nach und nach der Siegeszug der klassischen Bang-Linie. Bis 1984 wurden die Pfeifen mit Handmade in Kopenhagen gestempelt, wobei das Kopenhagen noch mit C geschrieben war. Ab 84 ist es ein K. Die Gradierung ist eigentlich gar nicht so tragisch. Nur verstehen tue ich sie nicht wirklich. Die glatten Modelle sind von 4 bis 9 aufsteigend, wobei 9 die beste Notierung ist. Kennzeichnend danach folgt A bis D, also D ist die beste. Und die allerbesten Stücke tragen eine vierstellige Nummer. Die Sandgestrahlten sind meines Erachtens nicht gradiert. Nun stellt Bang, vielmehr die Herren Bang, auch gut ein Viertel mit 9 mm Filterbohrung her. Man kann sich denken, wofür der deutsche Markt winkt. Es kann natürlich auch sein, weil die Bücher sind so aktuell nicht, dass sich dieser Prozentsatz stark verringert hat, da ja die große Nachfrage aus Asien nicht zu unterschätzen ist und die Asiaten rauchen genau wie die Amerikaner ohne Filter. Preise sind so eine Sache. Bang war damals 1999 zum Beispiel im Rutzen als Sandgestrahlte noch für ab 600 D-Mark zu bekommen. Das ist schon lange nicht mehr. Die neuen Modelle fangen an, ich sag mal frech, bei 450
500 € für die Sandgestrahlten und beginnen bei 600-700 € mit den glatten. Die teuerste, die ich jetzt einfach mal gesehen habe beim Durchstöbern im Internet, lag irgendwie bei 4.800 €. Das tut einem nicht gut. Man hat es auch nicht. Aber Bang war immer berühmt für die Oberflächenbehandlung ihrer Pfeifen und für die Beizung und natürlich für den berühmten Bang-Stiel, also eine eigene Bogenführung, eine eigene Formsprache. Damit kann ich nur nicht aufwarten, da beide Exemplare bei mir gerade Objekte sind. Die von Dirk habt ihr ja schon mal gesehen. Das war eine naturbelassene, sandgestrahlte, schön tief sandgestrahlte Standard Poker mit einem dicken Silberring, auf dem groß steht S-Bang 925er Silber. Gestempelt ist das gute Stück auch mit S-Bang Kopenhagen mit C, Handmade in Denmark. Das ist ein Pfeifchen mit 9 mm. Und Raucheigenschaften, das ist bösartig, das glaubt mir ja mal keiner. Aber die Bohrung zum Heu muss so groß sein, die raucht dich nicht heiß. Hat einen hervorragenden Biss und ist einfach eine tolle Pfeife. Und so komisch das auch ist, ich weiß ja immer nicht, woran das liegt. Kaum, dass man endlich glücklicher Besitzer einer Bang ist, die man auch weit unter dem Preis der gerade genannten Pfeifen ersteigern durfte, meldete sich ein lieber Pfeifenmacher, der auch noch eine loswerden wollte. Und zwar, guckt euch nur diese Maserung an. Diese Maserung wird als nicht so toll empfunden, wenigstens von den Machern, da sie mit 5 gradiert ist, also der zweitschlechtesten Gradierung bei S-Bang. Sie ist ebenfalls mit S-Bang Kopenhagen mit C, Handmade in Denmark gestempelt, hat wunderschöne Vogelaugen, einen Viereckchen Holm und fässt sich unheimlich schön an. Also sie ist glatt. Diese hier ist ohne Filter, hat aber genau die gleichen Raucheigenschaften wie diese. Sind doch fast gleich groß. Bandstärke kommt auch ungefähr hin. Sie raucht sich einfach nicht. Nicht wirklich heiß, also. Und das Mundstück ist hier noch sehr viel feiner gehalten. Ein Schmeichler. Sag mal frech, die kommt hier von bisher meinem Elternpott sehr, sehr nahe. Das ist hier ganz großes Kino. Beides Ebonit-Mundstücke. Die Bang-Brüder, wie ich sie einfach mal nennen möge, arbeiten überwiegend mit Ebonit, ab und zu auch mit Acryl, aber selten. Nun bezeichnen einige diese Pfeifen dieser Macher unter anderem sogenannte Bonzenpfeifen, also die für die Bonzen und Reichen unter uns. Das stimmt schon bei der Preisgestaltung. Das Wort Sammlerpfeife passt besser. Leider sieht man anhand von Bang, dass Spekulationen nicht nur auf dem Lebensmittel- und Ölmarkt passieren, sondern auch im Pfeifensektor. Bang ist unverschämt teuer geworden und werde ich mir wohl neu nie leisten können, aber ich brauche sie auch nicht mehr. Ich habe jetzt zwei wunderschöne Stücke und kann immer nur raten, wer mal preiswert an sowas rankommt.
sollte es schlicht und ergreifend einfach wagen, weil sie rauchen sich wirklich gut. Es ist natürlich so, wie Ralf sagt, eine Bang raucht sich auch nicht besser als eine von Murat oder eine sehr gute Stenville. Aber das Gefühl raucht ja mit. Und ich muss sagen, sie fassen sich hervorragend an und sind eine Bereicherung für jede Sammlung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Jagdglück, viel Gesundheit, gerade bei dem Wechselwetter. Jetzt ist es im Augenblick lausig kalt. Bleibt mir gesund, versucht alle Erkältungskrankheiten beiseite zu schieben und seid euch gewiss, ich denke an euch, euer René.